Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Salon Dark an dem Haus an der Küste und ihr hört, es stürmt draußen ein ganz kleines bisschen und wir sind ein bisschen langsam. Warum? Sind wir überladen? Kann das sein? Ach, jetzt weiß ich die Tastenlegung schon wieder nicht mehr. Mal ewig nicht gespielt. Schon noch, ja, kleines bisschen überladen. Macht doch immer nicht ins Hemd. Für so ein bisschen. Schlimmer sind die Wölfe. Wölfe sind schlimm. Oh ja. Kann man da? Schuhe. Oh, Pullover. Ein richtig schöner, dicker Pullover. Vielleicht sind wir auch nur langsam, weil wir geschleicht haben. Geschlichen. Wir sind uns geschlichen. Wie sind uns auf die Schliche gekommen? Ach Gott, das war auch nicht so witzig, wie man erst dachte. Aber dann, ne, vielleicht doch, wer weiß. So, wir haben schon länger nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was so Stand der Sachen Dinge ist. So, jetzt auch kleidungstechnisch und all diese Dinge halt. Ich weiß nur, dass wir uns hier reingerettet haben, mal wieder. Vor dem Wolf, vor dem Sturm, irgendwie sowas. Wie immer halt. Ach du. Ist hier noch was? Nein. Ist hier noch was? Nein. Ist hier noch was? Nein. Ach, ich warte gar nicht erst. Nein. Und nein. Stoff haben wir, glaube ich, auch genug. Haben wir genug Stoff? Ich sage das einfach so. Ich stelle einfach mal so die Behauptung in den Raum. Was ist mit dir los? Die Zeug kaputt? Ja, du bist ja wohl kaputt. Stoff haben wir 6-mal. Das ist ja nicht übertrieben eigentlich. Euch. War schön mit dir. Und nein. Und Lampe. Ach, ich glaube, wir sollten auch mal dieselbige wieder anmachen. Was? Nein. Genau. Egal, Z-Depon wollten wir jetzt so nicht. Wir haben ja Öl, haben wir ja so 1-2 Literchen. Da können wir ja ruhig ein bisschen rumplöttern. Ruhig ein bisschen was verschütten beim Umfüllen. Das spielt alles gar keine Rolle. Gell? Na, dann nehmen wir da alles mit. Was, boah, schon wieder müde? Du bist mir ja eine Trusel, ey. Hier nehmen wir das auseinander, lieber. Naja, die Sonne geht auch langsam runter. Naja, komm. Dann nehmen wir auseinander. Aber warten noch. Was wolltest du denn sonst damit machen, wenn ich das anklicke? Du bist ja eine kleine Tussel. So. So. Hier sind wir reingekommen. Genau. Genau, dann gehen wir mal nach oben. Und was finden wir hier? Übertrieben viel, ne? Kann man mal so sagen, ne? Ach komm, mach's auseinander. Nehmen wir das auch noch mit. So jung sehen wir uns doch nie wieder. Das wissen wir doch schon. Jawohl. Wenigstens ein bisschen Holz haben wir mitgenommen. Ist hier noch
was drin? Sieht nicht so aus. Da noch was hinter? Nein. Hier noch was drunter? Hier noch was drin? Hier noch was drunter? Nein, 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 nein. So. Dann machen wir die Lampe wieder aus. Und dann gucken wir mal. Dieser wunderschöne Pulli, den wir hier haben. Kommt der hin? In welchem Bereich ist denn der? Das sind die Parkers. Das hat der 09, 08, 76%, der hat 90%. Ah, wo ist denn der Pulli? Ach, guck mal. Den nehmen wir doch mal. Den ziehen wir doch mal an. Na, siehst du wohl. Haben wir hier noch was? Oh, ich glaube. Ja, ja, die kommen da nicht dran. 03, 05, 04, das sind auch Wollsocken, die ziehen wir dann mal an. Da gibt es nichts Neues. 96%, 62%, die sind auch ein bisschen nass. 09, 06, also ziehen wir die an. Ist wohl logisch. 53%, was haben wir denn hier noch? 06, 57%, oh je. Wollen wir gar nicht gucken. Okay. Jacken haben wir nichts Besseres. Handschuhe haben wir hier noch. 07. Nee, da bleibt so. So. Oh, da wird schon wieder dunkel. Können wir noch was fliegen? Das ist jetzt die Frage. Geht da noch was? Ja, 61%. Gucken wir mal. Reparieren. Nähzeug. Ach, wir haben kein Nähzeug. Na gut. Dann können wir auch nichts fliegen. Dann können wir jetzt hier mal was essen. Denn gefühlt 18 Grad. Naja. Das ist ja so schlecht gar nicht. So, dann essen wir was, dann trinken wir was. Mehr essen, was gibt denn hier? Dieses Fleischzeug, das wird auch immer gern genommen. So, dann trinken wir was. Hier, zack, zack. Ist noch ein bisschen hell. Wir sind eigentlich noch nicht ganz müde. Können wir noch ein bisschen ein paar Seiten lesen in irgendeinem von unseren schlauen Büchern? Forschung. Und wir machen noch mal 2 Stunden. Gucken, ob das noch geht. Oder ob der sagt, ist zu dunkel. Nee, das ging noch. Na guck. Haben wir immer ein bisschen was gelernt. So. Jetzt sind wir auch schon schön müde. Flasche zeigen, muss auch einen Schluck rausnehmen. Na, dann schlafen wir mal so. Ach ja, komm. 9 Stunden, schlafen wir eh nicht durch. So, gucke mal. Jetzt. Nee. Statische Ladungen. Ist noch nicht so weit. Aber wir müssen essen und trinken. Ach nee, lass uns erstmal eine Cola schnabulieren. Oder eine Fanta oder sowas. So, schon mal besser. So, dann können wir hier noch was essen. Ach guck mal hier, Erdnussbutter, das ist doch. Das macht doch mal. Oh, Lebensmittelvergiftung, nein. Echt? Kann ja nicht sein. Ach komm, was können wir denn dagegen machen? Mal gucken, wie es uns geht. Was haben wir denn hier? Lebensmittelvergiftung von der Erdnussbutter. Etwas, was du gegessen hast, hat dich schwer vergiftet. Schwer? Oh,
Du wirst schwächer, bis du die Vergiftung behandelst, sie vorübergeht oder du stirbst. Da brauche ich zwei von den Tabletten. Oder so ein Tee. Okay. Tee habe ich nicht. Dann nehmen wir die Antibiotikum. So. Und schon geht's uns super gut, oder? Oder wie jetzt? Haben wir genommen. Ah, jetzt werden wir wahrscheinlich ganz schnell abbauen. Da, ja. Ich sehe schon. Das nimmt kein gutes Ende. Ach, dann machen wir mal eine Wartung. Lass uns mal warten. 2 Stunden. Da siehst du schon, wie wir schwach werden. Eieieiei, und wie. Wir sind schon wieder todmüde. Ja, ich weiß. Trink noch eine Limo. Dann kannst du gleich wieder ins Bett. Kannst du gleich wieder Eier machen. Um 10 Stunden. Schlaf dich mal aus. So. Mann, jetzt baut die ab. Ah, Lebensmittelvergiftung geheilt. Na guck. Keine Leiden. Na guck, das haben wir doch schon hingekriegt. So, und jetzt müssen wir schon wieder essen. Natürlich. Natürlich essen und trinken. Was sonst? Aber wir hätten doch einen Tee gehabt. Wie jetzt? Ach, das essen wir jetzt mal. Kondensmilch, lecker. You know that guy who drank his own pee? What? Wie jetzt was? Echt? Das stimmt. Na, wenn du es sagst. So. Und wir haben noch. Oh, es wird langsam dunkel, aber wir sind hier eigentlich fertig. So, mal gucken, ob wir noch rüberkommen. In unsere Garage wieder. Hier mal alles durchgewühlt, ne? So, dann gehen wir mal schwer in die Hocke. So, und dann machen wir mal die Tür auf. Dann gucken wir mal. Nase raushalten, mal gucken. Gucken wir mal, was gucken. Aha. Ich hasse Wölfe, hab ich jetzt schon mal gesagt. Eieieiei. Da drüben waren wir schon, ne? Hinaus. Ein bisschen über die Straße. Ich kann mich dort schlecht orientieren, muss ich mal ehrlich sagen. Nix. Ja. Also hier war ein Eingang, das habe ich gesehen. Ja. Und hier ist ein Keller, aber ich glaube, da kann man nicht rein, ne? Nö. Ach komm. Halt die Klappe wohl. Da drüben waren, glaube ich, auch noch ein paar Häuser, die wir noch angucken wollten. Der Auto. Ach, nichts wollte ich sehen. Da ist einer. Da ist einer. Ich weiß gar nicht, ob ich bewaffnet bin. Ich weiß nur, ich bin schwer überladen. Und ob ich hier so nicht rüberkomme. Ja, so klar, ne?
war ja so klar. Und? Ich sehe keinen. Oh, das heißt noch gar nichts. Junge, Junge, Junge. Da ist einer. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, rein da. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier. Mein lieber Mann, ey. So. Ja, hier haben wir alles geplündert. Genau. Hier haben wir uns schon alles schön an die Seite gelegt. Leer, 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 leer. So. Hier auch alles leer, 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 leer. Und hier leer, 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 leer. So. Leer, 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 leer. Alles leer, 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 leer. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier hatten wir Klamotten. So, dann legen wir das mal rüber. Das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Die halten wir mal fest. Da kann man nämlich mal Leder rausmachen. Und das. Und das. So. Was sagt denn die? Oh, die Sonne ist schon weg. Mehr oder weniger. Sehr schön. Das ist ja toll. Hätte ich beinahe gesagt. Was ja gar nicht stimmt. So, hier nochmal zerlegen. Nicht reparieren, zerlegen. Genau. Da geht Leder. Leder, Leder, Leder. Jetzt bin ich überhaupt nicht müde, weil ich ja die Krankheit heilen musste. So, habe ich hier noch so ein nächstes Ding? Das wäre schön. Hier habe ich noch ein Buch. Ja. Hier sind noch Streichhölzer, die kannst du auch noch haben. So, da sind noch Medikamente. Ja, 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 ja. Wassertabletten weg damit. So, da sind Klamotten, die ich anhab. Da ist Essen. Ich habe immer noch keinen Dosenöffner, ne? Mal so unter uns. Das kann rüber. So, das kann rüber und das kann rüber und die kann rüber. So, hier, da brauche ich Altmetall. Habe ich Altmetall? Natürlich nicht. Warum auch? So, hier habe ich ein bisschen Holz, ein bisschen Verbände. Ja, da kann man Holz noch mit Feuer mitmachen. Ja, das ist okay. Aber ich habe überhaupt gar keinen. Überhaupt gar keinen. Nieset. Doch, da ist ein Nieset. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So. Wo ist denn unsere Lampe? Lampe. Auffüllen. Die füllen wir jetzt erstmal auf. So. Das macht schon mal Sinn. Was ist da jetzt drin? 0,75. Oh, wir haben ja noch mehr Lampenöl. Wenn das sein muss, haben wir noch. Da können wir noch ein bisschen zulegen. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen eben ein paar Klamotten fliegen. Das ist sogar mehr als wichtig. Sozusagen. So. Erstmal das hier. Aktion reparieren. Jawohl, ja. So, das haben wir schon mal.
Was müssen wir noch reparieren? Depoli. Nee, reparieren wir auch. Auch wenn uns das ein bisschen wie gescheitert. Hallo? Kannst du wohl mit Nadel und Faden umgehen, oder? Elfriede. Das ist elementär mental wichtig, dass du solche Sachen beherrschst. Die Mütze müssen wir auch noch reparieren. Jawohl, ja. So. Zurück. Die Socken können wir auch noch reparieren. Ist egal. Wir müssen ein bisschen Zeit rumkriegen. Guck mal, da ist das Licht aus. Ich glaube, das Licht ist aus, aber soweit. Jetzt sehen wir auch wieder ganz gut aus. Der hat nur 76, die haben nur 66%. Dann lassen wir mal hier reingucken. Wir hatten doch hier, da, guck mal hier. Zack. This pack is getting kind of heavy. Ja, ist heavy. Du bist auch heavy. Wieder heavy on fire. Schwer auf Scheibe. Schwer auf Draht. Genau, so war das. Heavy on fire ist schwer auf Draht. So. Wo ist denn die doofe Lampe? Da. Aktionen auffüllen. Der arme doch. Ist doch nicht so wie bei arme Leute. Oder? Ja, meine ich doch wohl. Ach, mach wieder ein anderes Ding. Zack. Jawohl, guck mal, wie im neuen Glanz. Er strahlt das alles hier. So, das ist jetzt totale Verschwendung, aber pff. Mein Gott, Leute. Ja, wir sind auch. Elfriede, die hat's doch. Hier, den wollte ich noch reparieren. Warum reparieren noch schnell? Zack. Oh, Hunger, du hast. Jawohl. Da sehen wir doch gut aus. Da sehen wir doch wieder gut aus. Da sind wir doch wieder fein aufgestellt. Guck mal, 19 Grad gefühlt. Sehr schön. So, jetzt essen wir, trinken wir was. Oh, hier, da am besten. Hier, da, zack. Hier, wir essen mal so was. Das ist auch immer lecker. Wird immer gern genommen. Dann trinken wir uns noch voll mit Wasser. So. Jetzt können wir nochmal die Lampe auffüllen. Die haben wir nämlich schon wieder. Ah, die hat schon wieder gut gelassen. Zack, füll auf das Ding. Zurück, zurück. Hier war noch mehr drin. Ja, da, guck mal hier, da ist ja nichts mehr. So. Ja. Hier auffüllen, zack, zack, auffüllen. So. Zurück, zurück. Dann machen wir das Lämpchen aus. Haben wir noch eine ganze Füllung drin. Ja. Und wir haben noch... Ach, das geht. Dann gehen wir jetzt ein bisschen schlafen. Wir sind ja nicht wirklich müde. Schlafen wir mal 7 Stunden. Schlafen wir eh nicht. Aber das macht nichts. So. Komplett auf, erholt aufgewacht. Ist immer noch der Mond, ist immer noch so helle draußen. Dann schauen wir mal hier rein. Dann schauen wir mal hier rein. Hier haben wir noch unsere Essensnahrungsmittelsvorräte drin, oder? Ja, natürlich, sag ich doch. Guck mal hier, hier haben wir noch. Wir haben ja immer noch keine Dosenöffners oder so, was haben wir ja immer noch nicht, ne? Ein bisschen da, Stoff ein bisschen. Wir haben hier Holz. Hier haben wir noch ein Buch. Da müssen wir noch zu Ende lesen. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Dann können wir mal einen von ablegen. Oder zwei.
So, auch das macht wieder unsere Taschen ein bisschen leichter. So, davon haben wir hier gar nichts. So, das Essen. Könnten wir ja mal was mitnehmen. Aber wie gesagt, wir haben nichts zum Öffnen. Wir haben ein Beil. Ein Beil haben wir. Einen einfachen Pfeil haben wir auch. Ja, wir haben ja auch einen Bogen. Ja, dann. Dann sollten wir den Pfeil natürlich mitnehmen. So. Hier haben wir noch eine Pfeilspitze. Aber wir haben überhaupt kein Holz, um unseren Pfeil machen zu können. Also, guck mal, hier haben wir nochmal Öl. Für die Lampe. Naja, ich sag doch, wir haben genug. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, essenstechnisch, haben wir jetzt hier zwei Brause. Hundefleisch. Das Schweinefleisch, das kann man kochen. Das wollten wir nicht so mitnehmen. Dann nehmen wir lieber ein bisschen Hundefleisch mit. Das kann man nicht kochen, das kann ich dann so aufschlagen. Und dann ist schon gut. Die Tomatensuppe kann man auch kochen. Hiervon lassen wir auch noch einen Liter hier. So, dann laden wir das noch um. Dann haben wir jetzt dreimal Hundefleisch, einmal Kondensmilch und zwei Sprudels. Jo, das sieht doch alles ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, wir schlafen noch eine Stunde. Nur um zu speichern. Okay, wir sind nicht müde. Und dann ruhen wir eine Stunde. Und dann schlafen wir noch eine Stunde. Jawohl. So, und jetzt sind wir soweit fit. Wir haben uns ausgeruht. Wir haben unsere Taschen soweit fertig, dass wir mal wieder rausgehen können und uns ein bisschen umgucken. Vielleicht mal über den See auf die anderen kleinen Inseln. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, Elfriede versucht, sich die Wölfe vom Hals zu halten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.